Hi zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns zusammen mal Proteinpulver an, und zwar vegane. Ich bekomme oft von euch die Frage gestellt, welches Proteinpulver ich benutze. Und gerade vegane Proteinpulver sind ja manchmal nicht ganz so lecker. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und habe aber jetzt für mich so meine Favoriten auf jeden Fall herausgefunden. Und da geht es bei mir nicht nur um die geschmackliche Komponente, sondern auch um die Verträglichkeit und auch um die Nährstoffe und die Qualität des Proteins, die enthalten ist. Denn nicht jede vegane Proteinquelle ist so gleichzusetzen mit der Qualität eines tierischen Proteins, weil wir das im Körper halt dann nicht so gut aufnehmen können, weil halt bestimmte Aminosäuren einfach fehlen. Und dementsprechend kann unser Körper das dann nicht so gut verwerten wie tierisches Protein. Wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten Produkt. Da habe ich jetzt keine Dose mehr von zu Hause. Das habe ich ganz zu Anfang meiner Vegan Journey quasi gerne benutzt. Das ist von Nutri Plus und da hatte ich auf jeden Fall Vanille. Ich blende euch das jetzt hier auch mal ein. Und Kaffee. Und es glaube ich gibt, es gibt 6K, 3K und Reisprotein. Und das 6K ist quasi ein 6-Komponenten-Protein, das 3K ist ein 3-Komponenten-Protein und dann das Reisprotein, ja, aus Reis. Oh, wer hätte das gedacht? Und das 6-Komponenten-Protein besteht quasi aus 6 verschiedenen Proteinquellen und das 3K-Protein logischerweise aus 3. Was halt total gut ist, wenn man halt mehrere verschiedene Komponenten mit drin hat, weil man dadurch eine Ergänzungswirkung erhält, weil die einen Proteinquellen die eine Aminosäure mehr haben als die andere Proteinquelle beispielsweise und so ergänzen die sich. Ein kleiner Exkurs vielleicht mal kurz, falls ihr das nicht wisst. Aminosäuren sind die Bestandteile von Proteinen und es gibt essentielle und nicht essentielle Aminosäuren. Und die essentiellen Aminosäuren, die müssen mit der Nahrung zugeführt werden und die nicht essentiellen Aminosäuren kann unser Körper selbst herstellen. So, das heißt, wir müssen halt darauf gucken, gerade wir Veganer, dass wir ausreichend von allen essentiellen Aminosäuren zuführen, damit unser Körper diese halt benutzen kann, um körpereigenes Protein herzustellen. Und ihr wisst ja, auch Veganer nehmen ausreichend, in der Regel können ausreichend Protein zu sich nehmen. Aber da muss man halt dann nochmal unterscheiden, dass nicht alle Proteinquellen gleichwertig sind. Erbsen beispielsweise sind reich an Isoleucin zum Beispiel, das ist eine essentielle Aminosäure, haben aber zum Beispiel sehr wenig Cystein. Und andere vegane Proteinquellen haben dann dementsprechend eine andere Aminosäure, wo halt viel von drin ist und dann aber wenig von der anderen. Und darum nutzt man dann gerade bei so Proteinpulvern veganen mehrere Komponenten, einfach damit die sich gegenseitig ergänzen. Darum ist es halt wichtig, dass ihr halt nicht immer nur auf eine Proteinquelle setzt. So, das ist der Hintergrund, warum halt oft Proteinpulver, also vegane Proteinpulver, mehrere Komponenten enthalten. Bei Nutri Plus finde ich das zum Beispiel sehr schön. Die haben neben der Zutatenliste natürlich, die muss ja auf jeden Fall drauf sein, nochmal das Aminosäurenprofil drauf gedruckt auf der Verpackung. Und da seht ihr dann ganz genau, welche Aminosäuren da in welcher Menge enthalten sind. Minuspunkt bei Nutri Plus war für mich persönlich, dass halt überall Soja enthalten war, außer in dem Reisprotein. Und gerade wir Veganer haben ja oft schon sehr viel Sojaprodukte in der Ernährung mit drin. Da finde ich, sollte man das nicht unbedingt auch nochmal, also muss man das nicht unbedingt nochmal im Proteinpulver mit drin haben. Aber das ist halt jedem selber überlassen. Wenn ihr da gut mit klarkommt mit Sojaprotein, dann ja, und es keine Kontraindikationen gibt, dass ihr das irgendwie nicht aufnehmen solltet, also zu euch führen solltet, wenn ihr zum Beispiel keine Schilddrüsenprobleme habt oder irgendwie sowas. Einige haben zum Beispiel Probleme mit Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung, da sagt man zum Beispiel, dass so entzündungsfördernde Lebensmittel unter anderem auch Soja sein könnten. Die sollten dann beispielsweise auf Soja verzichten. Aber ansonsten, wenn ihr sonst keine Probleme habt mit Soja, dann kann ich euch das empfehlen. Geschmacklich ist es nämlich richtig, richtig gut. Wie gesagt, Vanille und Kaffee kann ich euch auf jeden Fall empfehlen von dem 6K-Protein. Und ansonsten könnt ihr da auf jeden Fall so Probepackungen bestellen. Da könnt ihr dann einmal querbeet durchtesten. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, damit man halt nicht direkt so eine große Dose zu Hause hat. Was ich schade finde, ist, dass da Sucralose drin ist als Süßungsmittel. Sucralose finde ich, also vertrage ich zum Beispiel nicht so gut. Viele Menschen haben da auch Probleme mit, was halt Magen-Darm-Trakt einfach angeht, dass es halt nicht so gut verträglich ist. Da vertrage ich zum Beispiel besser Stevia. Aber wenn ihr auch da keine Probleme mit habt,
dann probiert auf jeden Fall mal Nutiplus aus. Das nächste Proteinpulver, was ich super finde, geschmacklich auf jeden Fall, ist das Hanfprotein von der Odenwälder Hanfmanufaktur. Das schmeckt sehr lecker, damit backe ich gerne Brötchen. Da könnt ihr gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da habe ich zwei Brötchenrezepte mal als Reel hochgeladen, einmal süß, einmal herzhaft. Das Problem, was wir hier beim Hanfprotein haben, ist, dass wir halt nur eine Komponente haben. Und dementsprechend sind da einige Aminosäuren nicht in großer Menge enthalten. Die Aminosäuren, die quasi dann im geringsten Umfang enthalten sind, nennt man auch limitierende Aminosäuren. Und die sind hier auf jeden Fall Lysin und Leucin. Da sollte man halt auch schauen, dass man dann das im besten Fall mit einer Proteinquelle ergänzt, wenn man das zu sich nimmt, wo dann halt Lysin und oder Leucin mit drin ist. Ansonsten geschmacklich top und die Produkte von der Odenwälder Hanfmanufaktur sind alle biozertifiziert und kann ich daher auf jeden Fall empfehlen, weil auch da solltet ihr mal drauf achten bei Nahrungsmitteln, dass diese nach Möglichkeit so unbelastet wie möglich sind. Das nächste Proteinpulver, was ich des Öfteren jetzt schon mal ausprobiert habe, was ich leider aufgrund der Tatsache, dass da sehr viel Sucralose enthalten ist, nicht vertrage, ist das Proteinpulver von der Marke Monotrition. Die sind geschmacklich wirklich sehr lecker. Die sind zwar sehr, sehr süß, das geht jetzt so. Das ist jetzt Geschmacksrichtung Nuss-Nougat-Praline. Schmeckt wirklich, also geschmacklich kann ich da echt nichts sagen. Wir haben hier zwar nur drei Komponenten, und zwar Erbse, Kürbiskernproteinpulver und Sonnenblumenprotein. Und halt Sucralose und Acesulfam K als Süßungsmittel. Und davon ist sehr viel enthalten. Von daher, Menschen, die Probleme mit Süßmitteln haben, denen kann ich dieses Proteinpulver leider nicht empfehlen. Alle Menschen, die aber mit einem sehr robusten Verdauungssystem gesegnet sind, das, ja, da kann ich empfehlen, das auf jeden Fall auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob von diesen Geschmacksrichtungen auch Probepackungen bei Monotuschen auf der Website zu finden sind. Müsstet ihr sonst mal gucken. Schmeckt auf jeden Fall wirklich gut, ne? Gerade auch so zum Trinken. Löst sich super auf. Und das ist zum Beispiel beim Hanfprotein jetzt nicht so, das ist relativ sandig, aber das ist wirklich, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade vegan werdet und habt immer noch nicht das Proteinpulver, wo ihr denkt so, oh nein, mein Bizeps schrumpft sonst, dann könntet ihr das vielleicht mal ausprobieren. Ein weiteres Proteinpulver, was ich schon mal ausprobiert habe, ist das Sane & Pure Proteinpulver. Das besteht aus Reisprotein und gelber Erbse. Das ist komplett geschmacksneutral und eignet sich somit für Menschen, die zum Beispiel ja, sehr große Probleme mit Süßstoffen haben oder aber den Geschmack von Süßstoffen nicht so gerne mögen. Mein Freund zum Beispiel, der tut sich das jetzt das eine oder andere Mal sogar schon ins Porridge und auch in Pancakes und fügt dann aber normalen Zucker hinzu, ne? Ob das jetzt so gut ist, ist das mal dahingestellt, aber magen-darm-technisch ist Zucker halt nochmal besser verträglich in der Regel als Süßstoffe. Also ne, wirkt ja jetzt nicht so abführend wie Süßstoff. Und von daher kann man das auf jeden Fall entweder, wenn man halt einfach einen Teil von Mehl zum Beispiel ersetzen möchte in süßen oder herzhaften Speisen, kann man sowas nehmen. Es gibt es auch von anderen Marken in geschmacksneutral. Oder wenn ihr selber einfach eine Süße hinzufügen möchtet, ihr könnt ja auch aus Datteln, Bananen oder sowas was hinzufügen oder Erythrit. Muss ja nicht unbedingt jetzt Zucker sein, aber dann könnt ihr nach eurem Gusto quasi dann selber die Süße hinzufügen und dann halt auch mehr oder weniger. Dann könnt ihr sowas mal ausprobieren, also geschmacksneutrales Proteinpulver. Mein Favorite kommt natürlich zuletzt und das ist das Proteinpulver von Vivo Life. Mag ich am allerliebsten. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt einmal das Vegan Protein und dann gibt es das Perform. Perform hat nochmal so ein paar Extras drin. Da sind nämlich dann noch Reishi-Pilz, Kurkuma und eine BCAA-Mischung drin. Und hier in dem sind halt nur die ja, Proteinquellen drin, also Erbsenprotein, Kürbiskernprotein und Hanfprotein. Und dann noch Stevia. Und das ist auch mit Stevia gesüßt. Und das vertrage ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr gut. Und das schmeckt auch wirklich sehr lecker. Das schmeckt aber sehr natürlich. Also ihr dürft jetzt nicht davon erwarten, dass das schmeckt wie euer Whey-Protein oder irgendwie sowas. Wenn ihr jetzt vorher mal nur normales, also tierisches Eiweiß konsumiert habt als Proteinpulver.
Aber das ist geschmacklich mein Favorit. Das benutze ich eigentlich in fast allen meiner Rezepte, wo ich Proteinpulver mit rein tue. VivoLife hat verschiedene Geschmacksrichtungen. Das gibt es auch in geschmacksneutral. Das benutze ich dann auch gerne für herzhafte Speisen. Und genau, das sind jetzt beides mal Vanille. Dann habe ich noch Banane-Zimt zu Hause. Das schmeckt auch sehr gut. Und irgendwas mit Maca-Caramel oder so. Und Schokolade gibt es natürlich auch. Ja, das sind jetzt so die Proteinpulver, die ich euch empfehlen kann, geschmacklich. Und ja, auch generell meine Infos dazu. Ich hoffe, die haben euch gefallen und geholfen. Lasst mich gerne mal wissen, welches Proteinpulver ihr gerne mögt. Und alle Proteinpulver, die ich jetzt hier genannt habe, die kann ich euch sonst auch nochmal unten verlinken, wo ihr die findet. Bei VivoLife könnt ihr auf eure erste Bestellung auch noch 10% sparen. Und bei der Odenwälder Hanfmanufaktur gibt es auch 10% auf eure Bestellung. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf euer Feedback und abonniert meinen Kanal. Schaut mal bei Instagram vorbei für mehr Rezepte, Infos rund um eine vegane und gesunde Ernährung und Fitness-Inspiration. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao!